Mit der Transall, der fliegenden Intensivstation, kommen zuerst die US-Soldaten aus Kundus. Die Norweger sind weiter weg und sollen später kommen. Die Amerikaner fuhren mit ihrem gepanzerten Wagen in eine Sprengfalle der Taliban. Durch die Wucht der Explosion zersplitterte Glas, Plastik und Metall. Kleine Teilchen flogen durch die Luft, trafen ihre Körper. Wir haben zwei CT-Patienten, also lass die den erstmal in die Notaufnahme lagern, ja? Wie schwer sie verletzt sind, ist noch unklar. Der war die ganze Zeit über Kreislauf stabil, sättigungsstabil. Die Vorgeschichte ist in der Klinik bekannt. Die Rettungskette läuft wie ein Uhrwerk. Alle wissen, was zu tun ist. Bei mehreren Verwundeten muss innerhalb von Sekunden entschieden werden, wer als Erster behandelt werden muss. Multiple Splitterverletzungen, fraglich eine im Bereich. Dann haben wir hier noch Handverletzungen, Schrapnelle und oberflächliche Verletzungen im Gesicht. Richtige Entscheidungen retten Leben, falsche können tödlich sein. Die Anspannung ist hoch. Gut, es war jetzt relativ einfach, weil zwei Patienten im Grunde komplett versorgt sind. Die brauchen nur eine Abschlussdiagnostik. Der eine Patient ist ohnehin ein chronisches Problem und der Patient hat eine absolute Priorität. Also das ist jetzt relativ einfach. Der Computertomograph im Feldlazarett ist Gold wert. Während der Patient durch die Röhre geschickt wird, sehen die Ärzte auf dem Bildschirm, dass dieser Soldat Glück hatte. Keine Hirnblutungen, keine Schädelverletzungen. Aber etwas anderes treibt Franz Walser um. Es gibt immer noch keine Neuigkeiten von den norwegischen Soldaten. Kein gutes Zeichen. Denn je mehr Zeit verrinnt, umso schlechter stehen ihre Chancen. Bis die Skandinavier kommen, müssen sie Platz in der Notaufnahme schaffen. Die Amerikaner haben großes Glück gehabt und eine gute Ausrüstung. Das sind jetzt klassische Patienten aufgrund unserer Schutzkleidung. Also bis hier geht Helm, ab hier geht Schutzweste und das ist der Bereich, wo sie die Splitter eingefangen haben. Also Gesichts-, Halsbereich und Arme, Extremitäten müssen nicht geschützt sein. Aber das heißt, Schutzkleidung zeigt bei denen totaler Sinn. Das hätte ganz anders gehen. Ohne Schutzkleidung hätten sie wahrscheinlich ganz andere Verletzungen erlitten. Die US-Soldaten werden aus der Notfallaufnahme auf die Pflegestation verlegt. Damit geht der Tag zu Ende. Feierabend. Man trifft sich nochmal im Rosengarten. Für viele ein wichtiges Ritual. Man kann insofern an seine Grenzen kommen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, eben sich auszutauschen mit den Kameraden. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, über das Erlebte zu reden und den ganzen Stress, den man doch in dieser Zeit aufgebaut hat, wieder adäquat abzubauen. Und dafür sind eben so Rückzugsmöglichkeiten wie hier dieser Rosengarten, wo sich die Leute aufhalten können, miteinander unterhalten können und das Erlebte einfach nochmal austauschen, doch ein sehr wichtiger Aspekt. Der nächste Morgen. Auch im Feldlazarett beginnt der Tag mit der Visite. In dem Zimmer hinter den Ärzten liegt ein afghanischer Polizist auf der Isolierstation. Er hat einen sogenannten Platzbauch. Das heißt, sein Bauch ist offen, voller Keime. Einige Operationen in zivilen Krankenhäusern hat der Mann hinter sich, nun liegt er hier. Die deutschen Ärzte sind sich nicht sicher, ob sie den Mann retten können.
Dafür ist das Labor unersetzlich. Dort testen und züchten sie Bakterienkulturen und finden heraus, wann welche Medikamente anschlagen und wann nicht. Stabsoberärztin Müller prüft, ob Antibiotika bei dem afghanischen Polizisten überhaupt noch anschlagen. Und wenn wir jetzt ein Antibiotikum hätten, was sensibel wäre, würde sich, wie hier bei dem einen Plättchen, ein schöner Hemmhof bilden. Da gibt es definierte Hemmhöfe, die müssen eingehalten werden und dann kann man sagen, es ist sensibel getestet und das Antibiotikum wirkt oder, wie in dem Fall, es ist nicht sensibel getestet worden. Wir haben also hier alles Resistenzen gegen diese getesteten Antibiotika. Hygiene und Sauberkeit sind oberstes Gebot, überall im Klinikbereich. Zu groß ist die Gefahr von Ansteckung, penibles Entsorgen unerlässlich. Andreas Joksch bereitet sich auf die nächste Operation vor. Der afghanische Polizist mit dem Platzbauch ist eine große Herausforderung, sagt der Oberfeldarzt. So etwas sehe man in Deutschland nicht mehr. Der Patient ist Anfang 40 und dass er hier ist, hat er nicht nur der Hilfsbereitschaft der deutschen Ärzte zu verdanken, sondern auch dem Abkommen zwischen den internationalen Truppen und der afghanischen Regierung. Diese Vereinbarung sieht vor, dass Angehörige der nationalen afghanischen Armee und der Polizei Hilfeleistungen der NATO in Anspruch nehmen können. Dazu gehört auch die medizinische Versorgung. 4-mal wurde der Polizist operiert, 2-mal in Afghanistan, 2 weitere Male in Pakistan. Geholfen hat es nicht. Im Gegenteil. Sein Zustand verschlechterte sich jedes Mal, seine Bauchdecke platzte auf, sein Magen und der Darm liegen offen, sind hochgradig entzündet. Nach 90 Minuten ist dieser Eingriff dann beendet. Doch ob der Mann gerettet werden kann, ist unklar, denn die Erfahrungen mit diesem Krankheitsbild sind gering, wie so oft. Es sind teilweise neue Situationen, auf die man sich einstellen muss, weil einfach die Krankheitsbilder, die hier wir teilweise zu sehen bekommen, es in Deutschland nicht mehr gibt, beziehungsweise nur noch in den Lehrbüchern zu sehen sind. Und aufgrund dessen ist es natürlich eine Erweiterung des Spektrums, was man aus Deutschland mitbringt. Und für mich jedes Mal wieder eine positive Erfahrung, um halt meine eigenen Erfahrungen nochmal zu erweitern. Im Gegensatz zu dem afghanischen Polizisten steht es um die US-Soldaten, die am Vortag eingeliefert wurden, besser. Kopfschmerzen, Prellungen, Schürfwunden haben sie, sagt Stationsarzt Leif Wagner auf Englisch, bevor das deutsch-amerikanische Ärzteteam ins Zimmer tritt. Fleischwunden durch Schrapnellen, typisch für Verletzungsmuster durch versteckte Sprengladungen. Die häufigste Anschlagsart gegen die internationalen Truppen im Norden Afghanistans. Erinnerungen werden wach an den April 2010. Der schlimmste Monat für die Deutschen seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan. Binnen 2 Wochen wurden Bundeswehrsoldaten bei Anschlägen verletzt. Es gab viele Tote. Es war die erste Bewährungsprobe für die Soldaten des 22. Einsatzkontingentes der Klinikkompanie. Einer von ihnen ist Roland Tietze, nach 36 Jahren als Soldat im letzten Auslandseinsatz und in seinem schwersten. Also es war ja ein sehr heißes Kontingent, also für mich persönlich jetzt auch, was an die Anzahl der Verletzten und Toten betrifft. Kurz nach Kontingentende. Das war schon stark, was wir am 2. und 15. April erlebt haben. Er hat die Toten mit einem Kameraden zusammen in Empfang genommen, gewaschen und eingesargt, wie es hier heißt. Das ist ein Leichensack. Beim Al-Di-Anschlag müssen die Gefallenen auch gewaschen werden. Es findet eine Dokumentation statt, wie sie hier übernommen werden. Und anschließend machen wir die Ärzte, die Leichen, Besichtigung und Leichenschau. Es wird nach den Verletzungsmustern geguckt und danach werden sie gewaschen, ein bisschen hergerichtet und so gut wie es geht, würdevoll eingesagt. Ehrenposten ziehen auf.
Und dann warten die Gefangenen auf ihren Heimflug.